Genau das ist meiner Frau passiert. Hey, und ich bin schockiert und wütend, dass uns das niemand gesagt hat. Weißt du, ich bin ein sehr aktiver Patient und ich stelle viele Fragen und ich frage immer wieder, gibt es irgendetwas, was wir wissen müssten? Gut, also ein paar Wochen nachdem ich also Hepatitis hatte, plötzlich war meine Frau krank, bekam Fieber, aber sehr untypische Symptome für Hepatitis. Wir haben mit dem Arzt abgeklärt und alles. Wir wollten nicht ins Spital, weil gerade da hat die Regierung am dümmsten getan wegen dem ganzen Corona-Zeug und die hätten uns sonst vielleicht die Bude zugemacht und wir hätten unsere Lebensgrundlage verloren. Also blieben wir zuerst einmal zu Hause und haben versucht, auch das Fieber zu senken unter anderem. Und um das Fieber zu senken, habe ich ihr Paracetamol gegeben, weil das Fieber senkend wirkt. Aber das hat nicht gewirkt. Und im Verlauf von 2-3 Tagen hat sich ihre Zustand nicht nur nicht verbessert, sondern sogar stetig verschlechtert. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt muss wirklich was passieren. Haben sie ins Spital gefahren, Notaufnahme, zack. Und ist dann auch direkt da geblieben. Und hat geheißen, hey, sie hat eine schwere Vergiftung, weil sie hatte doch eine Leberentzündung, hatte doch auch Hepatitis jetzt gekriegt. Und da darf man scheinbar auf keinen Fall Paracetamol geben, wenn jemand eine Leberentzündung hat, weil es auf die Leber geht. Und die wäre uns also beinahe, wäre sie gestorben. Sie musste dann ein Gegengift kriegen, intravenös und über längere Zeit, über ein paar Tage, und das war gerade um den Geburtstag von unseren älteren Söhnen rum, weil die haben am gleichen Tag Geburtstag, einfach 12 Jahre auseinander. Und ey, Horror, absoluter Horror. Und was mich am wütendsten gemacht hat daran, weißt du, ist nicht nur mich selbst, aber ich habe es wirklich gut abgeklärt mit einigen Ärzten auch. Niemand ist drauf gekommen, dass es Hepatitis sein könnte, bevor wir nicht einen Bluttest angemacht haben. Aber wir sind ja mit dem Mittleren sogar im Kinderspital gewesen. Und eben, ich habe gefragt, gibt es irgendetwas, was du beachten musst? Und scheinbar auch einige Monate später, du darfst auf keinen Fall Paracetamol geben. Niemand hat uns etwas so gesagt, weil eines der normalsten Schmerzmittel für kleine Kinder ist Paracetamol-Zäpfchen, die man dann halt als Zäpfchen geben kann. Und auch so Sirupzeug damit. Niemand hat uns gesagt, dass von da aus eine tödliche Gefahr ausgehen kann, für Kinder und Erwachsene gleichermaßen bei einer Leberentzündung Paracetamol zu geben. Und weißt du, klingt vielleicht nach etwas, was man vielleicht dem Patienten sagen sollte, dass eines der handelsüblichsten, frei erhältlichen Medikamente, das überhaupt benutzt wird, möglicherweise tödliche Folgen haben könnte für dich, wenn du eine Leberentzündung hast. Ist vielleicht das, was man sagen sollte, hat niemand gesagt, macht mich richtig wütend, bin mega froh, meine Frau hat das sehr gut überlebt und sich gut erholt, aber ein bisschen Angst schwingt halt immer noch mit.